Talking to the moon. Trying to get to you. In hopes you're on the other side. Talking to me too. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu To The Moon und ich hoffe, euch hat bis jetzt das Spiel auch sehr gefallen, wie mir. Ich soll mich von den Kindern mal hier ein bisschen rumführen lassen. Gehen wir da zuerst hin, da war ja nur die Küche. Sollten wir nicht in diesen Keller rein, aber ich guck jetzt mal vorher, was so ist. Das ist der Bücherraum. Der Schlüssel für den seltsamen Raum ist im dicksten Buch des oberen Regals. Kann man den Lichtschalter abmachen? Des Kaisers neue Kleider von Hans Christian Andersen. Oh, ist ja cool. Und die Farben. Die Farben dieses edlen Stoffes. Etwas Schönes, das habe ich nie zuvor gesehen. Sie alle versuchten ihre Enttäuschung zu überspielen, da sie keine Kleider sehen konnten. Ein Kind dagegen, ein Junge aus dem Volk, der nur sah, was seine Augen ihm zeigten, ging an die Kutsche heran. Aber der hat doch gar nichts an, sagt der Junge. Bitte kein Unsinn, ermahnte sein Vater ihn. Aber die Umstehenden hatten den Jungen gehört. Und die Nachricht machte rasch die Runde. Okay, hat das irgendwas zu bedeuten? Ich war ja ein großer Fan davon. Das vielleicht. Die Geschichte eines Mädchen, das sich in einen Zombie verliebte, die ihn sanft und sonnlich den Duft von Fälsch. Verströmte. Irgendwie denke ich gerade an Tina aus Obstburger. Die hat ja irgendwie auch so eine Vorliebe für Zombies. Irgendwie. Das kann ich kurz nehmen. Kann ich nicht, aber vielleicht. Passage. Vielleicht ein andern Mal. Zimmerschlüssel erhalten. Hat sein Versteck gut gewählt. Man kann ja hier Notizen machen, fällt mir gerade auf, aber ich muss ja. Kann ich hier was reinschreiben? Beschreibung, ja, was denn? Ich will hier was reinschreiben. Nicht? Nein? Nicht? Okay, dann. Pilgerer Handbuch der Origami-Kunst, Band 1. Wie verhindere ich schwere Verletzungen? Das Pilgerer Handbuch der Origami-Kunst hat bereits die große Wikipedia Origamia als Standardwerk gesammelt, Wissens über die Kunst des Papierfaltens verdrängt. Obwohl es einige Dinge auslässt und viele Inhalte etwas zweifelhafter Natur oder zumindest reichlich ungenau sind, so bietet es gegenüber dem alten, pedantischen Werk noch zwei Vorteile. Erstens ist es selbst aus Papier und zweitens erhält es zahlreiche Pflaster und die unumgänglichen Papierverletzungen, die man sich bei einem Studium dieses Buchs zuzieht, zur Verarbeitung. Weiterlesen? Bei den Großmeister der Papierfaltkunst ist es absolut unerlässlich, dass jedes Origami in genau 42 Schritten hergestellt wird. Auf den meisten Origami-Turnieren gelten Scherenschnitten als Betrug, aber Messerstriche können durchaus vorkommen. Lol. Okay. Mir halt immer Bücher nach mir geworfen und landet das ein
Bücherschlacht. Bis ich eines Tages mal einen zurückgeworfen habe, da braucht er dann ein Pflaster. Hihi. Alter, aber kann die Mutter euch überhaupt erziehen? Nur einen Haufen Bücher hier drin. Da steht eh nichts drin, was ich noch nicht weiß. Okay. Wieder raus. Wir können jetzt den seltsamen Raum im Keller aufschließen. Nö, können wir nicht. Wir gehen erstmal nach links. Okay, hier ist nur ein Bad. Schau da. Hände waschen, komm mal. Ist ja toll. Einschalten und Wasser laufen lassen? Nee, nicht. Okay, ja, toll. Dann geht's hier rein. Das ist der Keller. Hier spielen wir immer Verstecken. Schalten Sie das Licht an, damit Sie nicht stolpern. Ja, warum macht ihr das nicht? Ihr seid Gastgeber, also eure Mutter hat euch echt schlecht erzogen. Hier, schauen. Durch. Was ist da? Die Tür ist verschlossen. Ah, oh, ich wollte... Was? Also... Hier so. Da kann ich doch. Kiste kann ich. Der Kiste auch. Ich war mal bei der Kiste. Die Tour ist verschlossen. Ja. Was ganz cool ist. Kartons gefüllt mit farbigem Papier. Okay. Eine Vitrine ist voll mit ungenutztem Porzellan. Dieser Schrank ist voll mit verstaubten Büchern. Okay, und dann mal durch die Tür. Die Tür ist abgeschlossen. Die Tür wurde mit dem Zimmerschlüssel geöffnet. Ja. Das ist ja wie in einer Höhle hier. Gut. Ah! Kaninchen. Creepy. Bin ich hier jetzt in den Horrorgame gelandet? Ein Plüschnabeltier. Niedlich genug aus, um Nell zu nerven. Könnte nützlich sein. Plüschnabeltier. Gott. Creepy. Ein kaputtes Spiel. Ein Haus aus Papier. Achso. Haben Sie es gesehen? Was ist ihr zwar über diese ganzen Hasen? Nicht? Der alte Mann wollte nicht, dass jemand reingeht, also haben wir es ihm nie gesagt. Sogar noch mehr davon. Wo? Im verlassenen Leuchtturm. Der ist direkt an der Klippe. Wollen wir hingehen? Ich habe die Schlüssel. Dann solltet ihr natürlich auch nicht gehen, oder? Erinnert mich daran, euch zwei niemals in Nels Wohnung mitzunehmen. Also, wollen Sie zum Leuchtturm? Ganz schön kalt draußen, aber... Entscheidung. Aber na gut, vielleicht erfahre ich dort mehr über die Hasen. Lasst uns zu den alten Leuchtturm gehen. Alter, das war gerade creepy. Was? Ich kommt hier so ein Hase angekoppelt. Das ist kein süßes Spiel, das ist ein Horrorgame, habe ich langsam das Gefühl. Und dieser Vogel ist hier der Verdächtigste. Aha, verleuchtet.
dort ist er. Wir müssen in Richtung Straße und dann auf den anderen Weg, um dorthin zu kommen. Ja, meinen Fallschirm habe ich leider vergessen. Muss ich lang? Muss ich lang? Oder umgehen? Nee, das blinkt einfach nur. Oh nein! Mein ultra cooler Standball! Jemand hat ihn kaputt gemacht! So was. Ich fand ihn eh blöd. Aber das war der beste ultra coole Strandball, den ich je hatte. Und diese dramatische Musik. Ich hab den kaputt gemacht. Oh, da kann nur so gemein sein. Pass auf, ich kauf dir einen neuen. Nein, bloß nicht. Echt? Sicher doch, aber jetzt müssen wir erstmal weiter. Oh Gott, gleich sehen sie dieses tote Eichhörnchen und dann haben die einen Herzinfarkt. Der Blödmann hat das Auto geschrottet. Ich nicht. Es ist ziemlich dunkel draußen. Habt ihr keine Angst? Natürlich nicht. Wir vertreiben sie mit Rollenspielen. Was? Tommy ist ein super starker Ritter und ich bin eine mächtige Magierin. Ja, wir vernichten das Böse. Oh, das ist toll. Spielen Sie auch Rollenspiele? Nein. Die ist nicht so cool genug dafür. Hey, ich könnte, wenn ich wollte. Sieh nur zu. Alter, du lässt dich gerade hier voll von Kindern. Er hat das Eichhörnchen glatt gefahren. Auch nicht echt. Okay, hier kann man nicht die Straße finden. Oh Gott. Okay, das ist der einzige Weg, den es hier noch gibt. Noch ein Eichhörnchen. Oh, ein Eichhörnchen! Ja. Oh nein! Mann, ich sollte doch mal endlich die Namen lesen, bevor ich vorlese. Oh nein! Es ist ein schreckliches Hörnchen, Mann! Nein, nein, Kinder, ich werde euch beschützen. Was? Angriff ist die beste Verteidigung. Aber vulkanischer Sprungtritt, Wirbelwindwatsche? Armageddon-Faust? Schuh. Lautstärke des Kampfschreis. Lauter. Episch. Deine Zeit ist abgelaufen, Hörnchenmon. Ja, aufhören oder wir sagen Mann, dass die Tiere quälen. Ja, sie wird die Polizei rufen. Was denn? Ich wollte nicht wirklich. Nicht gesagt, ihr mit Rollenspiele? Sie sollten sich schämen! Lass es uns Teddy nennen! Okay. Lass uns das einfach vergessen, ja? Und der Vogel lacht mich aus! Hat er mich jetzt ausgelacht? Du! Ich sag doch, der Vogel ist verdächtig. Hören Sie auf zu sagen, dass wir Tiere quälen. Oh Gott, ist das gemein. Ich hab das doch nicht absichtlich. Hä? Hallo? Bin ich denn jetzt hier lang? Oh, okay. Ich weiß jetzt nicht, was das war, aber ich bin irgendwie stecken geblieben.
Kommen wir jetzt zum Leuchter? Sieht creepy aus. Augenblick, was ist das da drüben? In Gedenken an River, 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 River. Wie weit? River, war sie Johns Ehefrau? Keine Ahnung. Kommen Sie, der Leuchter ist gleich da vorne. Ja, ich will da rein. Zack. Das ist creepy. Sag ja, das Spiel ist doppelt. Das ist Horror. Viel Spaß. Dann gebe ich jetzt ja. Das geht automatisch da, dann muss ich gar nicht machen. Oh ja, jetzt auf einmal darf ich über Latschen. Ein mehrfarbiger Papierhase. Hey, der war noch nicht hier, als wir letzte Woche da waren. Oh ja, Johnny muss noch mal hier gewesen sein, bevor wir wieder krank, bevor er wieder krank wurde. Die ist wirklich nur ein, nur mit zwei Farben, oder? So wie die aussehen, müssen diese Dinger ziemlich schwierig zu halten sein. Ein seltsames Hobby. Cool. Oh, mein Handy. Das ist WhatsApp. Ist alles vorbereitet? Gut, ich bin gleich da. Warum haben Sie denn so einen gruseligen Klingelton? Damit es die Monster mit der Angst kriegen. Kommt, wir gehen zurück zum Haus. Papier auf der Hand. Sag mal, warum kommst du nicht noch ein bisschen später? Ist ja nicht so, als ob uns der Kunde wegsterben könnte oder so. Ich musste noch was erledigen. Ich muss auch was erledigen. Unseren Job nämlich. Komm mal von deinem hohen Ross. Ich bin einmal zu spät und du ziehst dich gleich daran hoch. Sag mir wenigstens, dass wir Startklasse sind. Natürlich sind wir das. Ich verstehe mein Handwerk. Dein Helm ist auf der Couch. Hopp, hopp. Welche Couch? Okay, das ist leider mehr. So. In die Tiere. Das ist eine Couch, okay. Bereit oder nicht, wir starten durch. Das sollte die letzte erreichbare Erinnerung sein. Ich aktiviere die Sprache für alle außer Johnny. Fertig. Schnappen wir ihn nun. Die Position in der Zeitleiste lässt sich jederzeit mit der Mauszeiger im oberen Bildschirmbereich anzeigen. Ah. Ah ja, okay. Wohin? Mhm.
Also, ich würde mal sagen, ich kann nur raus. Eine schöne Überraschung. Wir haben hier selten Besuch. Mein Name ist Dr. Eva Rosalind und das ist Dr. von Matterhorn. Dr. Lorenzo von Matterhorn. Dr. Neil Watson. Ist Ihnen der Name Sigmund Against the of Life Generation geläufig? Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Oh, also Sie beide sind von der Agentur. Das trifft sich gut. Ich habe gerade überlegt, Sie anzurufen. Lilly, bring uns bitte etwas Tee. Lilly? Nun, um genau zu sein, haben Sie uns bereits angerufen. Wir sind hier, um unseren Vertrag aus der nahen Zukunft zu erfüllen. Vorsichtig, wenn Sie von der Klippe stürzen, müssen wir diese Erinnerung neu laden. Hüte deine Zunge, Nate. Zeig etwas Respekt. Das ist nur ein Programm. Ich weiß, aber es ist eine letzte erreichbare Erinnerung und wir brauchen seine Hilfe. Im schlimmsten Fall laden wir sie einfach neu. Warum sollten wir damit Zeit verschwenden? Sie sind hier, um mich den Mut zu bringen, nicht wahr? Ja, John. Mein Leben ist eigentlich ganz gut verlaufen. Nicht gut genug, wie es aussieht. Also, können Sie das? Können Sie mich zum Mond bringen? Wir nicht, aber Sie selbst können es vielleicht. Warum sollen, warum wollen Sie dorthin? Ich weiß es nicht. Keine Sorge, Sie können es uns ruhig sagen. Wir müssen es wissen, damit wir Ihnen helfen können. Wollen Sie den Ruhm? Das Geld? Es muss doch einen Grund geben. Tut mir leid, aber ich weiß es wirklich nicht. Ich spüre es einfach. Ich weiß jetzt schon, dass ich diesen Auftrag hassen werde. Nun gut, Johnny. Ich erkläre Ihnen, was wir zu tun werden. Wir müssen in Ihre Kindheitserinnerung gelangen. Die liegt weit zurück. Zu weit für einen einzigen Erinnerungssprung. Deshalb werden wir schrittweise durch Ihre Erinnerungen in die Vergangenheit reisen. Sie haben uns dafür in naher Zukunft schon die Erlaubnis gegeben. Sobald wir einen direkten Zugang zu Ihren Kindheitserinnerungen hergestellt haben, kehren wir hier zurück. Dann kommt der Moment, an dem Sie uns helfen müssen, Ihre Kindheit so zu beeinflussen, dass Sie später Astronaut werden. Oder sich ein Riesenkatapult besorgen. Klar ist, aber Sie müssen mehr dafür tun, als ich weiß nicht zu sagen. Solange Sie mich zum Mond bringen, werde ich tun, was ich kann. Gut. Folgendes. Um in die Vergangenheit zu springen, brauchen wir ein Memento, ein Gegenstand, der für Sie einen hohen Erinnerungswert hat. Haben Sie da etwas für uns? Das sollte gehen. Sollen wir? Ladies first!
Notizmut erhalten. Wir müssen zuerst den Memento, das Memento vorbereiten. Memento vollständigen. Kugeln anklicken, um Elemente zu... Okay, ich weiß zwar nicht, was ich gemacht habe, aber ich bin gut, ja? Das Memento kann jetzt zum Gedächtnissprung aktiviert werden. Okay. Ich weiß zwar immer noch nicht, was ich gerade getan habe, aber okay. Ich bin ja mit den Ninja. Ich bin ja mit dem Ei. Aktivier. Moment, was ist mit meiner Privatsphäre? Hier versuchen sie, so wenig wie möglich zu verletzen. Aber meistens lässt es sich nicht ganz vermeiden. Schalte Sichtbarkeit und Interaktivität ab. Es wäre nervig gesehen zu werden. Ja, ja, zufrieden. Mein Gott, was sollen bloß die ganzen Hasen? Da kriege ich eine Gänsehaut. Wir hätten vorher in seiner Akte zur psychopathischen Veranlagung schauen sollen. Hey, vielleicht hat das am Ende was zu bedeuten, ja? Was zum... Hast du mich gehört? Das ist unmöglich. Das ist wahrscheinlich nur ein Teil seiner Erinnerung. Dann bleibe ich bei meiner Argumentation. Wie auch immer, hör auf zu quatschen und finden wir ein Memento, das uns hier wegbringt. Ein mehrfärbiger Hase aus Papier. Da bist du nicht etwas Besonderes? Zwei Farben, während all deine Kollegen aussehen, als hätten sie ein Bleichmittel gebadet. Wie bitte? Du glaubst, du bist besonders gruselig? Nun ja, das stimme ich dir zu. Ach was. Ein Regenschirm. Die Uhr läuft über meinen Hörer. Hey, ein Regenschirm. Ach, so schön, okay. Das war fein. Bah, ich hasse dieses Zeug. Gibt es daran zu hassen? Es ist eingelegte Olive. Genau das. Das ist vielleicht noch Farben? Frische Müll. Was ist? Wenn wir Ihnen unsere Anwesenheit in jeder Erinnerung neu erklären müssen, drehe ich durch. Mich nicht. Führe mich nicht in Versuch. Aber
alter gepflegter Rucksack. Stammt er aus der Steinzeit? Das werden wir gleich herausfinden. Ah, Kaisers neue Kleider von Hans Christian Andersen. Nur endlich. Gerade, warum ging es gerade eben nicht? Oh. Ach so, okay. Also momentan versuche ich gerade das Spiel einfach nur. Hadouken! Hadouken! Was zum... war das? Was? Genug davon, aber jetzt übernehme ich das Zerschmettern der Barrieren. Sorry. Bin neu gerade noch. Hadouken! Ich vergessen die Kugel, da gibt es alle Elemente, die Kugel haben. Ich weiß zwar nicht, was ich das letzte Mal gemacht habe, aber es wird schon richtig sein. Hm. Auch nicht. Doch. Ha, also okay, das kann jetzt bei mir sich nur um Stunden handeln. Ha. Und wieder weiterreisen. Und aktivieren. Ich mag Regen lieber, wenn er durch mich statt auf mich fällt. Mir macht er so oder so nichts aus. Scheint so, als würden diese Erinnerungssprünge immer nur einen kleinen Zeitraum überbrücken. Wir müssen ein passendes Memento finden, sonst brauchen wir noch Ewigkeiten. Ach, genieß doch einfach die Landschaft. Okay! Dieses Schnabeltier macht langsam Angst. Dann mache ich jetzt hier erstmal einen Cut, denn wir wissen ja jetzt nicht, wie es weitergeht. Und ich weiß jetzt auch selber nicht, wie lange ich schon hier aufnehme. Und dann sehen wir uns in Part 3 wieder.